Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Im letzten Part haben wir hier ein bisschen weitergemacht auf der Vergnügungsparkinsel, ein paar blaue Münzen schon mal besorgt. Und mit Caillou geht es hier natürlich weiter. Unbedingt. Aua. Schildkröte hat mich angegriffen. Oh. Ja, der hat mich angegriffen, das Teil da. Du Gag weg, Schildkröten-Verschnitt-Teil da. Gag weg. So, Gag weg. Ich liebe die Gag wegs. So, wo, oh Gott, wo ist denn das? Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. So, zack. Ja, das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr. Das ist doch hier hinten irgendwo. Ey, da ist ein blauer Vogel. Wo ist ein blau? Wo ist der hin? Da war doch gerade ein blauer Vogel. Ich hoffentlich ganz weit weg. Weit, weit weg von dir, weil du willst ihn umbringen. Hab hier doch gerade einen blauen Vogel gesehen, oder? Oh, armer blauer Vogel. Bin ich jetzt? Vogelmörder. Hm. Weg ist er. Wo ist denn der jetzt? Ich habe doch gerade eben noch einen blauen Vogel gesehen, oder? Hier war doch irgendwo ein blauer Vogel. Spinne ich jetzt? Vielleicht hast du gerade einen blauen Vogel. Ja, den habe ich so oder so, oder aber... du bist ein blauer Vogel selber. Ja, ich sag's mal, so einen Vogel habe ich so oder so. Ah, da ist er! Ja, jetzt komm her, Vogel. Jetzt wirst du sterben. Ich behalte dich im Auge. Komm her. Nicht abhauen. Da hinten bist du. So, wo bist du jetzt? Da ist er. Ja, genau, komm wieder her. Genau. Mach dich auf das dramatischste Spritzen deines Lebens gefasst. So, hier müsste der jetzt irgendwo... Da ist er! Na, komm. Vogel? 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 Vogel! Oh. Er ist ganz schön schnell unterwegs, wa? Ja, irgendwie schon. Miau! Er will nicht sterben. Ne, würde ich auch nicht wollen. Er will nicht sterben. Was willst du eigentlich gerade von mir? Geh mal weg. Ja, er hat sich selbst getötet. Okay. Warum nicht? Das Teil hat sich gerade selbst gebritzelt. Auch nett. Vogel! Komm her, komm her. Yay. Oh, Wassertank ist leer. Ich habe mich schon gewundert, warum spritze ich nicht? So, jetzt holen wir uns kurz Wasser. So. So, hier müsste jetzt wieder irgendwo sein. Wasser. Da ist er. So, hierher, Vögelchen. Na komm. Da ich merke schon, diesen Part hast du nur auf Vögelchen abgesehen, kann das sein? Ja, wenn er mal hier bleiben würde, dann würde ich nicht die ganzen Part dafür brauchen. Aber der haut ja immer ab, der will halt nicht sterben. Das ist ja nur logisch, oder? Ja, nein, wenn ich sage... Ja, da ist er tot. Wunderbar. Geht doch. Sehr schön. Okay. Dann hätten wir den auch mal erledigt. Und jetzt können wir uns hier noch ein paar gelbe Münzen holen. So. Okay. So, total gemein. Die Musik läuft jetzt total schnell. Da kommt ja dieses düpp, 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 düpp. Das obligatorische Mario. Also halt, wirst du was wirst du verfolgt oder was? Nein, nein. Aber das geht auf Zeit hier, die Achso, das meinst du. Die Münzen, ja, ja. Ah ja, ja, okay. Und das geht so schnell, obwohl man ewig Zeit hat. Okay, das ist bescheuert. Das ist total gemein. Das tickt brutal schnell, obwohl man so ewig Zeit hat.
So. Jetzt muss ich mal gucken. Wo? Ach, da hinten. Da ist das X. Das ist aber ziemlich kacke. Ob ich das schaffe? Also so auf jeden Fall nicht. Na, wobei. Jawoll, ich schaff's sogar, wow. Wer hätte das gedacht? Unter Zeit wie gemein. Mensch, lass mich in Ruhe. Aua! Na ja, dann kümmere ich mich halt kurz um dich. So. Und jetzt? So. Jetzt hat er sich selbst gepritzelt. Tot ist er. Wunderbar. Der weiß halt, wo sein Platz ist. Okay. So, jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen Spritzi Spritzi. Spritzi Spritzi. Okay. Und so. Okay, komm, komm, komm. Jawohl. Okay, gerade noch geschafft. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben schon ziemlich viele blaue Münzen geholt. Geringfügig? Ja, so ein paar? Hier, ich glaube, hier oben gab es aber nochmal einen Vogel. Nicht schon wieder die armen Vögel. Da wusste ich doch, dass es da einen Vogel gibt. Da, guck. Braves Vögelchen. So, wo ist die Münze? Da. Wunderbar, dann haben wir den Vogel auch. Arme Vögelchen. Ja, das ist eigentlich schon irgendwie mies, muss man wirklich mal sagen. Es sind halt weißt meine noch? Lieblingstiere, deswegen habe ich da besonders viel Mitleid. Vögel sind tolle Tiere, so ist es nicht. Ja. Vögel sind sehr, sehr tolle Tiere. So. Ich glaube, das sollte jetzt auch mal reichen. Halt, eine blaue Münze weiß ich noch. Zwei weiß ich noch. Wahnsinn, kennst du das alles auswendig, ja? Nein. Oh, so, die hier kenne ich noch. Ach, sie fix. Komm, ich schaff das ohne Raketendüse. Komm schon. Ups. Da muss ich aber auch drin sein. Komm schon, ich schaff das ohne Raketendüse. Jawohl. Okay. Und eine einzige weiß ich jetzt noch. Halt, mir ist eine zweite eingefallen. Da haben wir einmal hier eine rote Münze. Ja. So, zwei blaue weiß ich auch noch. Und die liegen sowieso auf dem Weg. Was sehr, sehr gut ist. Da ist eine rote Münze. Und da oben ist eine blaue Münze. Okay. So. Schaff ich's noch? Jawohl. Okay, da ist die blaue Münze. Und da oben ist nämlich gleich eine rote Münze. Sehr schön. So, lass... Kann ich da rumklettern? Nein, leider nicht. So... Wie komme ich denn jetzt da? Ach so, okay. Einfach so. Nein! Ach, das war zu weit. Das war zu weit. Dann machen wir es anders. Ich glaube, mir ist nochmal eine blaue Münze eingefallen. Ach, noch eine, ja? Mhm. Sind ja schon so wenig. Das ist echt unfassbar, wie viele eigentlich so in so einer Welt rumschwirren.
So. Einmal hier drüben. Da haben wir hier die rote Münze. Ach, sie fix, falscher Knopf. Ja, natürlich auch nicht mehr rechtzeitig geschafft. Kurz Wasser tanken. In der Welt gibt es eigentlich ziemlich viele blaue Münzen. Und in der Welt weiß ich, glaube ich, auch die meisten. Das ist echt krass, wie viele das eigentlich wirklich sind, ne? Eine fällt mir jetzt... Ich weiß noch eine andere, aber die werde ich mir nicht holen, weil die mir zu kompliziert ist. Und zu schwer ist. Was musst du denn da machen? Dann muss ich eine Wand hochklettern. Allerdings mit beschissener Kameraoptik. Ach, sie fixen damit ein. Wolltest du uns gerade sagen, so Wandsprünge ist ja eigentlich genau dein Ding. Ja, aber das ist so eine beschissene Kameraoptik. Na, okay. Das siehst du eigentlich gar nicht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Du siehst nicht mal, wo du hinkletterst, teilweise. Und da musst du doch irgendwo hinspringen und... Irgendwo hinspringen, wo ich nicht weiß, wo ich hinspringe. Nein, mag ich nicht. Na, ist ja auch voll bescheuert, sowas. So, du kannst erstmal wegkommen. So, sehr schön. Zack, hier die blaue Münze holen. Wunderbar. So. So. Dich kann ich hier nochmal kaputt machen. Wunderbar. Kann ich hier die rote Münze holen. Und jetzt muss ich die andere blaue Münze holen, die ich vergessen habe. Weil ich eine vergessen habe. Noch eine? Und zwar... Das nimmt kein Ende mit diesen blauen Münzen. Das ist ja echt der Hammer. So, das ist eine ganz gemeine. Da hinten ist sie nämlich. Das Schiff hat mich gerettet. Jawohl. Okay. Hilgesek! Schaffe ich das rüber? Ja, das müsste ich schaffen. Jawohl. Locker flockig. So. Wunderbar. Fällt mir jetzt noch eine Münze ein? Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Also jetzt fällt mir wenigstens gerade auf Anhieb keine ein. Nur die eine, die halt, wo ich sage, ja, die ist, nein, will ich nicht. Die findest du doof. Ja, die ist mir zu schwer. Ja. Zu blöd. Ist ja manchmal so, ne? Nur für die, die es interessiert, hier hinten kann man da entlang gehen. Da, wo ich die eine blaue Münze geholt habe, hier hinten kann man die Wand hochklettern. Und da ist eine blaue Münze. Aber das ist mir zu schwierig mit der Kamera. So. Und zack. Und zuerst müssen wir hier unten lang. Ich frage mich, ob in diesem Spiel auch was Tolles passiert, wenn man alle Insignien sammelt. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte noch nie alle Insignien. Nee, weil dafür müsstest du auch alle Münzen sammeln in jeder Welt, alle 100. Stimmt. Stimmt. Also nee, ich hatte noch nie alle und kann dir auch nicht sagen, und was. Und alle Versteckten passiert. Müsstest du dann auch finden und so. Ist schon ein bisschen anstrengend. Und vor allem auch ziemlich schwere müsste man dann machen. Oh ja. Also da hätte man einiges zu tun. Hey, das ist eine blaue Münze. Jetzt habe ich schon die Insignie. Wo? Ich habe die nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade noch eine gesehen gehabt. Direkt echt? Vor mir eigentlich. Hä? Ja, direkt in der Luft. Die war direkt in der Luft. Oh nein. Mist. So. Na, dann können wir ja gleich weitermachen. In dieser Welt? Ja. Okay. Der Untergang der Sonnenblumen. Ja,
Dazu muss ich sagen, der Untergang der Sonnenblumen ist wahrscheinlich eine der leichtesten Kapitel überhaupt. Eins der leichtesten Kapitel überhaupt, wenn nicht sogar das leichteste. Das ist so leicht, dass es eigentlich schon wieder lächerlich ist. Dafür eine Insignie bekommen. Schau mal, der hat jetzt geschlossen, der Park. Na sowas. In dem Kapitel leider geschlossen. Ich finde das voll lustig. Ja, ist es auch. So, gibt's auf den Palmen irgendwie? Hier ist ja auch ganz gerne mal was. So blaue Münzen oder sowas. Ist aber tatsächlich nicht. Gibt's hier irgendwie im Sand was? Das machen sie auch ja, ganz gern. Anscheinend. Aha! Aha! Ich sag's ja, das machen sie auch ganz gerne. Und prompt was gefunden. Dass sie da im Sand was verstecken, das machen die ja für ihr Leben gern. So, ist hier noch irgendwo was? Nein. Nein, aber gut zu wissen für später, wenn ich die 100 Münzen sammeln will. Im Sand sind ziemlich viele Münzen verbuddelt. Okay, nichts mehr. Okay. So. Kommen wir zur Mission. Was müssen wir machen? Die Sonnenblumen werden hier alle voll ihrer Energie beraubt. Und von was? Von diesen Yoshi-Eiern. Sind das Yoshi-Eier? Nein. Also anspritzen. Dann kommt ein Gagwack raus. Gagwack. So. Springen lassen, im Sand einstampfen lassen. Und Stampfattacke drauf. Oh. Muss man im Sand machen übrigens. Weil sie sich sonst nicht stecken bleiben. What the fuck? Das ist doch nicht deren Ernst. Was? Du musst Schildkröten kaputt stampfen, damit Sonnenblumen wachsen. Ja. Was ist das für eine Logik? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Logik? Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal, dass... Der Boden ist gut gedüngt. Ja, ich sag jetzt einfach mal, dass die Schildkröten die Nährstoffe nehmen. Warum, weiß ich noch nicht, aber es ist so. Mann, das ist echt bescheuert. Ja, und das ist auch wirklich alles, was ich machen muss. Und das ist sowas von Piss einfach. Oh Mann. Und das muss ich einfach nur 5-mal machen. Weswegen das auch extrem langweilig ist. Weil man einfach 5-mal das Gleiche machen muss. Na, okay. So. Ziemlich viele Sonnenblumen jetzt auf einem Fleck. Ja. Schon so ein bisschen. Ja, weil ich halt die ganzen Viecher an einem Fleck immer getötet habe. Machen wir es doch mal besser, komm. Töten wir alle an einem Fleck. Na, komm her. So, spring hierher. Komm, du sollst genau dahin springen, wo ich jetzt stehe. Spring dahin. Spring dahin. Brav. Stirb. Damit hier die ganzen Sonnenblumen wiederkommen. So ein schönes zusammenhängendes Beet, ja. Genau deswegen. Da kommt dein Harvest Moon Gärtner wieder raus. So, wo ist die letzte? Da. Du sollst dann mal... Ja, komm hierher. Komm. Hallo. Komm, spring her. Spring. Brav. Ach, der war ein bisschen auf dem Ding mit drauf. Auf dem Grün. Ja, dann spring halt hier hin. Auf dem Ding? Ja, genau. Das ist gut. Hier ist es wunderbar. Ein wunderbar schön zusammenhängendes Sonnenblumenbild. Ja. Ja, und das war's. Jetzt freuen sich alle Sonnenblumen. Ich sag's ja, dieser Schwierigkeitsgrad in dem Spiel, der ist merkwürdig. Der ist sehr, sehr merkwürdig. Die wollten ein breites Spektrum abdecken. Die wollen, dass man
trotzdem viele Insignien sammeln kann, damit man nicht gefrustet ist. Die wollen aber auch für Leute, die durchrushen und irgendwie voll gut sind, wollen sie natürlich auch ein bisschen Herausforderungen haben. Und das sind dafür dann quasi... Dafür ist das Spiel zu leicht. Ja, aber bei manchen Sachen fluchst du ja auch schon rum. Ja, weil ich einfach nur noch ein Noob bin, der es nicht kann. Ja, aber ich finde, für Super Mario ist das ein gutes Niveau eigentlich. Das ist, es spielen ja auch viele Kinder, das darf man ja nicht vergessen. Gut, da hast du auch wieder recht. Da hast du auch wieder recht. Oh! Ist es soweit? Ist es jetzt also soweit? Gut, das bauen wir in dem Part noch ein. Kriegst du jetzt deine, Jetzt krieg deine ich Düse? Nein, Knoschi. Achso. So. Mich wundert es ja, dass ich die Düse immer noch nicht bekommen habe. Normalerweise bekomme ich die Düsen weit vor Yoshi, aber meine Güte. Komisch, wenn man nicht weiß, was man für Bedingungen dann am Ende... Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das nie irgendwie durchschaut. Es kann sein, dass ich dafür irgendein spezielles Level machen muss, aber ich kann dir nicht sagen, welches. Das habe ich nie irgendwie durchschaut. So, wo ist er? Komisch. Da unten. Nein, Gott, jetzt spring doch nicht da und von A nach B und dann wieder nach C und dann wieder nach A. Bleib doch einfach mal an einem Punkt stehen. Dann kann ich dich auch besser treffen. Na, komm. Wunderbar. Mist, ich war kurz davor, auch auf Yoshi zu reiten. So, okay, wir haben hier ein Yoshi-Ei und wir sehen, aha, Yoshi will eine Banane. Also holen wir eine Banane. Für unseren Knoschi. Eine Banone. So. Und somit haben wir Yoshi. Yay. Und da sehen wir es auch hier. Der Saft. Yoshi. In Pink. Ja, aber wir können die Farbe beeinflussen. Ich weiß. Denn je nachdem, was er isst, ändert sich seine Farbe. Genau. Was ich sehr genial finde. Finde ich auch cool. Es ändert sich auch sein Magensaft. Finde ich absolut genial. Ja. Und hier haben wir jetzt hier Saft. Naja, du musst ja alles immer nass spritzen, ne? Muss Yoshi ja auch können. Natürlich. Aber eigentlich macht Yoshi das ja dann alles dreckig, ne? Und du musst das am Ende wieder sauber machen, weil das ist ja kein Wasser, was er spritzt. Das ist Kotze. Stimmt, ja. Voll eklig. Mir tun gerade die Verkäufe irgendwie leid. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom, 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 nom. Tut mir gerade irgendwie leid, weißt du? Ich gehe so mit Knoschi durch und fress einfach alles. Sagst du immer Knoschi? Ja, ich sag immer Knoschi. Warum? Ich weiß es nicht. Das hat sich damals aus meiner Kindheit hat sich das irgendwie eingebürgert. Ich hab damals irgendwie immer Knoschi gesagt. Also ein Kumpel und ich, sage ich jetzt mal. Und das hat sich irgendwie eingebürgert. Ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist. Du, aber irgendwie bleibt Yoshi trotzdem so im orange-rot-rosanen Bereich, ne? Aber er wird nicht wirklich blau. Ja, weil ich zu schnell esse. Ach so. Also richtig, du meinst, es ist richtig krasse Blau? Ja. Das wird er nicht. Wird er nicht. Das kann er nicht werden, weil es dafür keine blauen Früchte gibt. Er wird nur dieses Lila. Und nicht, auch nicht grün? Das normale Grün glaube ich auch nicht, nein. Das ist ja ein Ding. Das ist ein ganz anderer Yoshi. Wobei es da auch wieder drauf ankommt, wie der Yoshi ausgebrütet wird, was er mag. Aber, nein. Ist halt so. Ist halt Yoshi. Mhm. So, was ich kurz noch demonstrieren will. Und weg ist er. Oh. Yoshi verreckt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt.
Und er verreckt wirklich. Er haut nicht ab, er verreckt. Puha. Weil er auf einmal in mehrere Teile zerstückelt wird. Und wo ist er jetzt? Also du kriegst ihn auch jetzt nicht mehr wieder erstmal. Doch, doch, jetzt ist irgendwo hier in Piazza Delfino in der Regel da oben auf dem Dach müsste das sein. Eigentlich müsste da oben auf dem Dach jetzt ein Yoshi-Ei sein. Achso. Nein. Dann ist irgendwo anders ein Yoshi-Ei. Auf jeden Fall kriegst du immer wieder einen Yoshi, das ist gar kein Problem. Und, ja. Irgendwo liegt halt jetzt ein Yoshi-Ei. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal. Genau. Und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen weiter um in Piazza Delfino. Vielleicht bekommen wir jetzt auch endlich mal die anderen Düsen. Dann habe ich nämlich viel, 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 viel zu tun. Mhm. Also gut, Leute. Das war dann mein Let's Play Super Mario Sunshine für heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.